on Stage. Präsentiert von SplockMe, ein Projekt der Erzgebirgssparkasse. Für den Absprung bereit. Das Warten auf den Startschuss. Der Junge, der nie bleibt, muss immer in Bewegung bleiben. Muss immer in Bewegung bleiben. Würde mich so gern entscheiden. Doch bin der Junge, der rennt. Muss immer in Bewegung bleiben. Muss immer in Bewegung bleiben. Auf den letzten Metern wieder alleine. Der Junge, der rennt. Lebe auf der Überholspur, doch komme niemals an. Die Kartons noch nicht ausgepackt. Fremder in meiner Stadt. Der Erste im Ziel, doch der Letzte in der Bahn. Niemand, der mich wirklich kennt, bin der Junge, der rennt. Muss immer in Bewegung bleiben, muss immer in Bewegung bleiben. Würde mich so gern entscheiden, doch bin der Junge, der rennt. Muss immer in Bewegung bleiben. Muss immer in Bewegung bleiben. Auf den letzten Metern wieder alleine. Der Junge, der rennt. Muss immer in Bewegung bleiben. Muss immer in Bewegung bleiben. Würde mich so gern entscheiden. Doch bin der Junge, der rennt. Muss immer in Bewegung bleiben. Muss immer in Bewegung bleiben. Auf den letzten Metern wieder alleine. Der Junge, der rennt. Ich hol noch einmal tief Luft, dreh mich ein letztes Mal um. Niemand, der mich wirklich kennt, bin der Junge, der rennt. Ich dachte, wir machen heute eine andere Sendung. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen heute hier bei Erz Live on Stage Open Air, heute hier von den Greifensteinen im Erzgebirge. Heute setzen wir eine Schippe drauf, heute leveln wir ab. Heute gibt es etwas noch nie Dagewesenes. Nicht nur gute Musik, sondern zwei Bands treten heute gegeneinander an. Es geht um Ruhm, Ehre, Anerkennung, um einfach alles. Das alles jetzt hier in der nächsten Zeit. Verschiedene Challenges, ein großes Finale. Das Ganze jetzt hier bei Erz Live. On Stage.
Die Bands Toni und Jante treten in insgesamt 4 Challenges gegeneinander an. Desto mehr Punkte durch gewonnene Challenges auf dem jeweiligen Punktekonto landen, desto größer der Vorteil beim großen Finalspiel. Der Gewinnerband winken nicht nur Ruhm und Anerkennung, sondern auch, dank der Erzgebirgssparkasse, 500 Euro für einen Verein ihrer Wahl und eine Musikvideoproduktion durch PS Media Point. Lasset die Spiele beginnen! Yes, ein wirklich sehr, sehr krasses Duell erwartet euch da jetzt die nächsten Stunden hier heute bei Erz Live on Stage. Und ihr habt es ja gerade schon gehört, heute treten an Jante versus Toni. Und falls es da draußen jemand gibt von euch, der vielleicht Jante oder Toni noch nicht kennt, beziehungsweise auch sie zusammen mit deren Bands, für die haben wir hier mal etwas ganz Kurzes vorbereitet, wo wir die beiden mal ein bisschen besser vorstellen. Jante. Brauch keinen Asphalt, der meinen Weg gestaltet, bis ich grau und alt bin, vor leerem Blick. Eindringliche Texte, gepaart mit Indie-Gitarren, Mandoline und einer ordentlichen Portion Aufbruchsstimmung. Das ist Jante. Mit ihrer im April erschienenen neuen EP Blick ins Freie kreieren Jante ihren eigenen Folk-Pop-Sound und erklären ihn zum Indie-Deutsch-Volk. Schon mit der Single Gewohnheit aus dem Vorgänger Kein Asphalt konnte Jante unter anderem den Einzug in die großen deutschen Spotify-Playlists feiern und in kurzer Zeit über 100.000 Streams sammeln. Nach einem ausverkauften Release-Konzert und 3 Touren als Support von Kult und Alina vor bis zu 1.000 Zuschauern am Abend haben Jante für ihre 3. EP Blick ins Freie ihren Indie-Deutsch-Folk weiter verfeinert und sich als 4-köpfige Band neu aufgestellt. Die neue Besetzung hört man heute erstmalig hier bei Erz Live on Stage. Lass uns den leichten Weg, den gleichen Weg, den alle gehen, nicht gehen. Toni. Ich hab noch Bilder von dir, was an unseren Tagen, an denen wir beide ein Traumpaar waren. Ich hab noch Bilder von dir. Die zurückliegenden Jahre waren für den 22-Jährigen sowohl musikalisch als auch persönlich ein Neuanfang nach Maß. Toni trat erfolgreich heraus aus dem Schatten seiner früheren Erfolge als Kinderstar, die ihm Charterfolge, eine eigene Fernsehsendung und zahlreiche Medienpreise einheimsten. Mit seiner ersten Single Sommerregen, die als Remix der DJ Superstars Gestört aber geil 2015 sensationell in die Charts einstieg, setzte der Sänger und Songwriter ein eindrucksvolles Achtungszeichen. Mit der Veröffentlichung des Debütalbums Neuanfang, die von einer ausverkauften Release-Show in seiner Heimat eingeläutet wurde, kam Toni endgültig im Metier des Deutschpops an und räumte sich mit eingängigen Melodien, klugen Texten und einer vernünftigen Portion E-Gitarre eine gefällige Nische zwischen den Radiohits der Republik ein. Songs aus seinem neuesten Album Auf hoher See sind heute hier bei Erz Live on Stage zu hören. Alles geht zu Ende. Aber niemals die Musik. Und hier ist er auch schon. Hier ist Toni mit seinem ersten Song, Was wäre wenn? Um Leben geht. Für manchen zeitnah, für manchen spät. Es gibt Gefühle, die kleiner und auch größer werden. Ich hab noch nie daran gedacht, wie das so ist zu sterben. Es gibt Dinge, die habe ich mein Leben nie gefragt. Vielleicht hab ich in diesem Leben auch versagt. Was wäre, wenn das heute dein letzter Tag zu leben ist? Was wäre, wenn dich heute zum letzten Mal das Leben küsst?
Wen hast du geliebt? Wen hast du verflucht? Wen hast du bis heute vermisst? Was wäre, wenn das heute dein letzter Tag zu leben ist? Wir haben von Tag zu Tag gelebt, uns mit dem Morgen nie gequält. Doch wenn das Schicksal von heute auf morgen an die Tür schlägt, kannst du mir sagen, wer mich dann durch diese Zeit hindurchsteht? Es gibt Dinge, die hab ich dir bis heute nicht gesagt. Morgen kann es zu spät sein, vielleicht bleibt nur dieser Tag. Was wäre, wenn das heute dein letzter Tag zu leben ist? Was wäre, wenn ich heute zum letzten Mal das Leben küsst? Wen hast du geliebt? Wen hast du verflucht? Wen hast du bis heute vermisst? Was wäre, wenn das heute dein letzter Tag zu leben ist? Was würdest du tun, wenn das dein letzter Tag zu leben ist? Zu viele Dinge gewollt und es zu tun nie gewagt. Am Versprechen gebrochen, falsche Worte gesagt. Nur die Eile gewollt und sie doch nie gefragt. Doch was ist, wenn das dein letzter Tag? Doch was ist, wenn das dein letzter Tag? Doch was ist, wenn das dein letzter Tag zu leben ist? Was wäre, wenn das heute dein letzter Tag zu leben ist? Was wäre, wenn dich heute zum letzten Mal das Leben küsst? Wen hast du geliebt? Wen hast du verflucht? Wen hast du bis heute vermisst? Und was wäre, wenn das heute dein letzter Tag zu leben ist? Was wäre, wenn das heute dein letzter Tag zu leben ist? Was wäre, wenn ich heute zum letzten Mal das Leben küsst? Sag, wen hast du geliebt? Wen hast du verflucht? Wen hast du bis heute vermisst? Was wäre, wenn das heute dein letzter Tag zu leben ist? Was würdest du tun, wenn das dein letzter Tag zu leben ist? Das war jetzt also Toni mit ihrem ersten Song, Was wäre wenn? Und wir stehen jetzt schon in der Challenge-Ecke, die wir uns hier eingerichtet haben auf den Greifenstern. Neben mir jetzt schon Jante mit Band. Und jetzt ist es ja so, dass eben heute vier verschiedene Challenges auf dem Plan stehen. Weil jeder, wie wir vorhin eben auch schon gehört haben, gilt es, Punkte jeweils zusammen beziehungsweise Vorteile sich zu erspielen für das große Finalspiel am Ende. Und wer sich jetzt fragt, naja, was gibt's jetzt eigentlich zu gewinnen? Dem fasse ich das alles nochmal zusammen. Insgesamt gibt's 500 Euro zur Verfügung gestellt von der Erzgebirgssparkasse für einen Verein eurer Wahl oder jeweils Tonis Wahl, ne? Je nachdem, wer eben den Sieg mit nach Hause nimmt. Und es gibt eine Musikvideoproduktion noch mit on top. Und ich sehe jetzt schon, jetzt kommen die Jungs hier auch noch mit dazu, also mit dem richtigen Abstand natürlich auch noch dazu. Sehr, sehr gut. So. Sehr schön. Und jetzt sind wir ja vollzählig und jetzt kann ich euch auch sagen, wie denn die erste Challenge lautet. Wir spielen jetzt nämlich Hochstapler. Yes, wir haben hier nämlich jetzt zwei Speed-Stacking-Sets aufgebaut und letzten Endes geht es jetzt darum, jeweils die schnellste Runde zu haben. Also die, die am schnellsten einmal diesen Stapel eben aufgebaut haben, die bekommen dann letzten Endes den Punkt. Es gibt insgesamt 5 Durchgänge, ihr macht das jeweils im Wechsel und die Frage ist jetzt natürlich, wer möchte denn jeweils von der Band antreten? Ihr könnt euch ganz kurz beraten, was glaubt ihr, wer es in Schnelligkeit
Der Beste. Wer bekommt das hin? Ja, ich sag mal so, wenn es um Genauigkeit geht. Was muss ich genau machen? Du musst die Dinger aufbauen, ohne dass sie umfallen. Möglichst schnell. So schnell wie möglich. Also als Turm. Ja. Wie viel ist alle Reihe? So sieht's aus. Alles so von der Technik, alles möglich? Alles ist möglich, alles ist erlaubt. Wie Hände, Füße, Mund? Gerne auch das. Ja, und aber dann also unten jetzt 5. Genau, letzten Endes muss der Turm gebaut werden. Ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen, das ist gar kein Problem. Wir haben hier die verschiedenen, wir bauen das einmal hier auf, testweise, dass ihr das Ganze einmal seht. So, ein Becher muss hier noch weg. Dann kommt das hier dazu. So gar nicht so schwer, Tim. Das muss letzten Endes aufgebaut werden und das so schnell wie möglich. Das aufbauen und dann wieder zusammenbauen? Nein, nur aufbauen. Nur aufbauen. Nur aufbauen. Gott, das machst du schon. Das machst du ja, Tim. Okay, so. Wir machen das hier mal wieder alles zurück auf Anfang. Deine Chance. So, jetzt ist die Frage. Habt ihr euch entschieden? Jan. Tim macht's. Tim, du bist hier für die Band Jan am Start. Und wie sieht's bei euch aus? Sascha ist prädestiniert im Hochstapeln, der macht das. Sehr schön. Okay, dann geht ihr beide gern schon einmal zum Tisch. Jeweils. Sehr gut. So. Und jetzt ist der Plan letzten Endes folgender. Das Team von Jante beginnt, sprich Tim, du darfst jetzt gleich anfangen. Und ganz wichtig, bevor ihr jeweils startet, müsst ihr auf den Buzzer, der da neben euch liegt, letzten Endes schlagen. Man muss da jetzt vielleicht ganz kurz dazu sagen, wir hatten jetzt keine Zeit, einen coolen Buzzer zu organisieren. Was der gleich für ein Geräusch macht, das werdet ihr gleich sehen. Auf jeden Fall, sobald das Geräusch vorbei ist, erst dann darfst du starten. Wenn das Geräusch vorbei ist? Sobald das Geräusch vorbei ist, dann darfst du starten, okay? Aha. Gut. Und sobald du aufgebaut hast, haust du wieder auf den Buzzer drauf. Auf den Buzzer. Also wenn ich jetzt aufbaue und warte und dann erst drücke, dann ist mein Problem sozusagen. Nur genau, das wäre dann ganz schön dumm, aber das kann man auch so machen, genau. Okay. So sieht's aus. Okay, bist du soweit? Ja, also wir machen es nacheinander sozusagen. Ihr macht das nacheinander, okay. Aber dann musst du jetzt weggucken, sonst kannst du ja schon gucken. Aber na gut. Tim, dein erster Durchgang startet jetzt. Wir haben natürlich das geilste Geräusch rausgesucht und da kann er auch schon starten. Die Zeit läuft und die Uhr tickt. Das ist der erste Durchgang von Tim. Man sieht schon, so einen ganzen Plan hat er noch nicht. Aber er ist gleich fertig. Und da wird die Zeit gestoppt. Sehr schön. Applaus gibt's von beiden Seiten. Sascha. Und das waren 13 Sekunden und 20 Millisekunden, die du gerade gebraucht hast. Und wir machen gleich weiter mit Durchgang Nummer 1. Sascha, hier bei dir. Bist du soweit? Dann kannst du starten. Gut, es wirkte schneller, aber hinten raus. Scheiße. Ich glaube, er braucht ein bisschen länger. Okay, er macht es jetzt. Okay, er baut erstmal wieder zusammen. Ja, du entspann dich ganz in Ruhe. Ich vermute mal, dass dieser Durchgang jetzt euch vermutlich eh nicht zum Sieg führen wird, aber mach's zu Ende. Sehr gut! So, jetzt weißt du auch, wie es funktioniert. Applaus gibt's natürlich trotzdem an dieser Stelle. Sehr, sehr schön. Das waren jetzt 36 Sekunden und 15 Millisekunden. Ich sag mal so, da ist jetzt schon ein Unterschied erkennbar. Aber wir starten jetzt auch gleich mit Durchgang Nummer 2 bei Tim. Du bist soweit? Immer exakt das Gleiche. Genau, exakt das Gleiche. Es geht darum, wer dann letzten Endes einen schnellen Durchgang hat. Immer die schnellste Zeit zählt am Ende. Okay, geht los. Okay, er geht es jetzt schon mal ein bisschen anders an, hat seine Taktik geändert und das sieht schon viel schneller aus und... Wahnsinn! Tim! Alle erst runter. Mensch, das waren 9 Sekunden und 85 Millisekunden. Ich bin stolz auf den hier. Das war jetzt schon ordentlich. Okay, Sascha, das geht jetzt einzuholen. Du bist soweit? Dann auch für dich zweiter Durchgang startet jetzt.
Und auch er wählt jetzt dieselbe Taktik. Und mal schauen, ob er damit besser fährt. Okay, das sieht auch gut aus. Drück auf den Buzzer! Oh! Auf den Buzzer musst du hauen. Das hat dir ein bisschen was gekostet. 10 Sekunden, 45 Millisekunden. Ohne Witz. Das hat dir vielleicht die kostbare Sekunde gekostet. Aber hey, beim nächsten Versuch. Und wir starten jetzt gleich wieder mit Tim. Genau, bau das Ganze zusammen. Und der dritte Durchgang startet bei dir jetzt. Und da geht es wieder los in einen weiteren Versuch. Und das wirkt schon viel schneller auf jeden Fall. Und da ist die Zeit rum. 9 Sekunden und 87 Millisekunden. Kleines bisschen langsamer wie gerade eben. Ja, der. Ja. Aber gut. Du hältst das dich wacker in der Zeit auf jeden Fall. Sascha, das gilt jetzt einzuholen, ne? Vielleicht haust du diesmal direkt auf den Buzzer dann, wenn du fertig bist. Dann könnte das vielleicht die bessere Zeit werden. Bist du soweit, Sascha? Dritter Durchgang für dich startet jetzt. Und auch da wird wieder diese Taktik gewählt. Und da sind welche runtergefahren. Aber das sah sehr schnell aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn dieser eine Becher runtergefallen ist und wir haben eine neue Bestzeit. 9 Sekunden und 34 Millisekunden. Damit liegt ihr jetzt in Führung, obwohl dir der eine Becher ganz kurz abhanden gekommen ist. Werden dann alle Sekunden zusammengerechnet oder was? Am Ende ist es so, dass jeweils die kürzeste Zeit zählt. Ach, die allerkürzeste, die man jemals hatte? Die kürzeste Zeit, die ihr jemals hattet, ja. Ich dachte, es geht nach, wer die meisten gewinnt. Nee. Es geht insgesamt um die kürzeste Zeit. 5 Aha, Versuche also, habt ihr. Hab ich jetzt ein Problem sozusagen. Du hast jetzt gerade ein Problem, das hast du gut erkannt. Das finde ich gut, genau. Ja. Das gilt es jetzt zu schlagen. 9 Sekunden, 34 Millisekunden ist im Moment. Aber vielleicht sagst die du dann, wenn ich jetzt fertig bin, nicht, wie schnell ich war, damit er unsicher bleibt. Weil sonst weiß er ja schon. Ne? Das könnten wir so machen, aber wir bestimmen die Spielregeln von daher rein. So, du bist soweit. Okay, ready? Ja, ich bin ready. Sehr gut, geht los. Und die Zeit läuft. Und liebe Zuschauer, es ist auch tatsächlich nicht so einfach, wie es aussieht. Und da ist die Zeit vorbei. Die Zeit wurde gestoppt. Wir haben eine neue Bestzeit. 9 Sekunden und 20 Millisekunden an dieser Stelle. Das ist hier wirklich, ohne Witz, das ist hier ein absolutes Kopf-an-Kopf-Ring gerade, was wir hier gerade zu sehen bekommen. Ich wollte es ja spannend lassen. Ne? Ja, natürlich. Logisch. Sascha, der Druck steigt, ne? Aber lass dich nicht beirren. Du musst nur schneller sein als 9 Sekunden, 20 Millisekunden. Bist du soweit? Okay. Dann geht's jetzt los. Oh. Das sieht jetzt nach einer anderen Art von Tempo aus. Aber vielleicht ist die neue Art von Tempo gar nicht so gut. Ja, das spüren wir gerade. Aber mach's trotzdem noch zu Ende. Ich vermute, das war keine neue Bestzeit. Das waren 16 Sekunden und 21 Millisekunden. Komm, Tim. Jeder von euch hat jetzt noch exakt einen Versuch. Ich dachte, es ist vorbei. Ah, nein. Jeder von euch hat jetzt noch exakt einen Versuch. Das heißt, Tim, du kannst dich jetzt entweder nochmal selbst toppen, selbst wenn du es nicht machst, Sascha, musst du dann am Ende die Zeit noch toppen, um gewinnen zu können. Tim, deine letzte Möglichkeit, die beginnt jetzt. Und die Zeit läuft. Das sieht sehr koordiniert aus. Das sah wirklich sehr, sehr schnell aus. Und ich sag mal so, wir haben eine neue Bestzeit. 8 Sekunden und 46 Sekunden an dieser Stelle. Das ist krass. Okay, Sascha. Konzentrier dich. Es lastet gar keinen Druck auf dir. Es geht hier um den ersten Punkt, den ihr euch jeweils sichern könnt für das große Finalspiel am Ende. Für die Vorteile, die ihr dort habt. Und deine letzte Möglichkeit beginnt jetzt. Ja, die Frage, ob er den Druck standhalten kann. Und es sieht eher nicht so aus. Und
Damit ist klar. Mit 12,67 Sekunden ist das deutlich langsamer. Von daher geht der erste Punkt. Wir haben Corona, mein Bruder. Von daher geht der erste Punkt an Team Jante. Sehr, sehr gut. Mega, mega stark. Sehr, sehr gut. So. Und wir machen jetzt auch gleich weiter. Ihr geht jetzt erstmal wieder auf die Bühne, ne? Als Verlierer der ersten Challenge. Tim, die Frage an dich. Stell dich gern wieder dort auf deinem Platz. Tim, Frage an dich. Sag mal, hast du das schon mal irgendwann gemacht oder was war denn los mit dir? Sag mal. Ich hab's gerade zum 5. Mal gemacht. Das letzte. Wahnsinn. Also dafür muss ich wirklich sagen, war das echt verdammt gut. Was glaubst du, welchen Vorteil hattest du im Vergleich zu Sascha? Na, ich war schneller. Ja, das ist klar, aber weshalb kommst du dazu, dass du schneller warst? Ich hatte am Ende dann das perfektioniert und zwar hatte ich, das hatte ich auch schon am Ende versucht und zwar, es geht jetzt sehr ins Detail. Ja, nee, aber hau raus. Ich habe dann am Anfang, ganz am Anfang haben wir ja beide viele Fehler gemacht. Ups, hab ich gerade gesagt. Am Anfang haben wir beide viele Fehler gemacht und am Schluss habe ich dann aber beim Runterstellen gleich die unterste Reihe gemacht. Okay. Und da war die da. Okay. Und das ist beim Durchgang vorher, aber ist die verrutscht. Und dadurch hatte ich dann quasi weniger Arbeit. Und krass. Es geht immer darum, Arbeit zu vermeiden. Ja? So. Krass. Ey, guck mal, damit haben wir den Bildungsauftrag für heute auf jeden Fall auch erfüllt. Sehr, sehr schön. Sehr cool. Der erste Punkt geht damit an euch. Wir schauen mal auf die Punktegrafik und damit ist ganz klar, Moment führt, wie wir das hier gerade eben sehen, Team Jante. Sehr, sehr cool. Ihr könnt euch jetzt ganz kurz entspannen, denn jetzt sind erst nochmal Toni an der Reihe. Hier jetzt deren weitere Songs. Viel Spaß. Den Eiffelturm erklommen, doch bin nie richtig angekommen. Denn zu Hause ist da, wo dein Herz ist. Zu Hause ist da, wo kein Schmerz ist. Zu Hause ist da, wo du bist, wer du bist. Zu Hause ist da, wo die Liebe ist. Länder, durch Venedig schon geschlendert, saß auf Schiffen und in Booten und jedes Mal ist mir schlecht geworden, hab manche Berge schon bestiegen, ich lernte Land und Menschen lieben, war in Hotels und alten Betten, doch auf eins konnte ich nur wetten. Zu Hause ist da, wo dein Herz ist. Zu Hause ist da, wo kein Schmerz ist. Zu Hause ist da, wo du bist, wer du bist. Zu Hause ist da, wo die Liebe ist. Zu Hause ist da, wo dein Herz sinkt. Zu Hause ist das, was dir Kraft schenkt. Zu Hause ist da, wo du weißt, wer du bist. Zu Hause ist da, wo du glücklich bist. Es gibt so viel zu sehen auf der Welt, so viele Orte, die Gott uns geschaffen hat. Das ist mit Sicherheit der Rest vom Paradies. Doch nur ein Ort hat das, was kein anderer hat. Zu Hause.
Zuhause ist da, wo kein Schmerz ist. Zuhause ist da, wo du bist, wer du bist. Zuhause ist da, wo die Liebe ist. Zuhause ist da, wo dein Herz hängt. Zuhause ist das, was dir Kraft schenkt. Zuhause ist da, wo du weißt, wer du bist. Zuhause ist da, wo du glücklich bist. Wo dein Herz ist. Zuhause ist da, wo du weißt, wer du bist. Zuhause ist einen wunderschönen guten Abend von uns an alle, die uns da draußen zuschauen. Wir sind Toni und wir freuen uns, dass wir die Ehre haben, heute hier an den wunderschönen Greifensteinen ein paar Songs aus unserem aktuellen Album Auf hoher See zu spielen und auch von unserem ersten Album neu anfangen. Und von der Platte stammt auch der nächste Song, der jetzt kommt, und der heißt Tattoos. Manches Mal dafür gehasst, genau die Gaben, die ich verloren, für die du selber wärst gestorben. Du hast von Sieg und Niederlagen manche Wunde davon getragen. Heute sprechen sie für sich, an deiner Haut erkenne ich dich. Deine Narben sind Tattoos. Sie haben so für dich gesprochen, wie das Leben sie gestochen. Deine Narben sind Tattoos. Die einen neu, die anderen alt, so wie das Leben sie gemalt. Deine Narben sind Tattoos. Und jedes Mal hast du geglaubt, du entkommst dem bösen Traum. Hast dich so oft blind verrannt, bis du dich selbst nicht mehr erkannt. Du nimmst den Kampf alltäglich auf, das Leben nahm so seinen Lauf. Die Wunden deines Herzens heilen, doch eines wird für immer bleiben. Deine Narben sind Tattoos. Sie haben so für dich gesprochen, wie das Leben sie gestochen. Deine Narben sind Tattoos. Die einen neu, die anderen alt, so wie das Leben sie gemalt. Du hoffst noch heute, bis jemand kommt, für den sich all das hat gelohnt. Dass er dir das Gute sieht, dich und deine Narben liebt. Als Happy End, weil deine Story niemand kennt. Die Kapitel sind geblieben, auf deiner Haut, da steht geschrieben. Meine Narben sind Tattoos. Von allem, was ich mal geliebt, sind sie das Einzige, was blieb. Meine Narben sind Tattoos. Wird die Erinnerung auch schwinden, werden sie uns stets verbinden. Unsere Narben sind Tattoos. Deine Narben sind Tattoos. Deine Narben sind Tattoos.
Es gibt so Songs im Leben, die werden einen irgendwie immer begleiten. Und auch wenn man heute vielleicht nicht mehr genau das empfindet, was man empfunden hat, wo man den Song zum ersten Mal gehört hat oder in meinem Fall geschrieben hat, wird man sich doch immer, wenn man den hört und spielt, wieder daran erinnern, wie das damals war und wie es einem ging, als man den geschrieben hat. Der nächste Song, der jetzt kommt, der ist ein Song an die große Liebe und der heißt Bilder. Letzte Nacht hat mich ein Traum geweckt. Und wenig später hab ich Fotos entdeckt. Aus einer längst vergangenen Zeit. Ein Stückchen der Vergangenheit. Und ganz unten lagen Bilder, die ich lang verdrängt hab. Darauf hab ich gesehen, was ich verschenkt hab. Ich hab noch Bilder von dir aus all unseren Tagen. Ich hab noch Bilder von dir. So, dann sind wir auch schon beim letzten Song in diesem kleinen Set. Der ist vom neuen Album und ist, glaube ich, von allen Songs, die ich geschrieben habe, irgendwie der, der mir am allermeisten bedeutet, weil ich mithilfe dieses Songs eine verdammt beschissene, schwierige Zeit hinter mir lassen konnte.
eine Zeit, in der ich sehr gelitten habe, in der ich eigene Fehler sehr, sehr bereut habe und ja, eine Zeit, die mir gelehrt hat, dass man niemals jemanden als selbstverständlich sehen sollte. Der Song heißt Polaroid. Fast 3 Jahre her, seit du gegangen bist. Seitdem ist viel passiert, ich hab zu mir gefunden und dich sehr oft vermisst. Hab versucht, dich zu ersetzen, schlief in 20 fremden Betten, nachts nicht ein. Noch einen letzten Wunsch frei, würde ich dich bitten, mir eines Tages zu verzeihen. Die Zeit heilt viele Wunden, doch manche niemals ganz. Du hast an jedem unserer Tage aus mir einen besseren Mensch gemacht. So glücklich wie mit dir hab ich seitdem auf keinem einzigen Bild gelacht. Unsere Jahre sind verblasst wie Polaroid. Was bleibt, ist Schmerz. Doch ganz egal, wo du auch bist, ich trag dich immer in meinem Herz. Gott gut auf dich aufpasst und dass du glücklich bist. Ich habe Angst vor jenem Tag, an dem du mich und unsere Zeit zu zweit vergisst. Spreche ich von dir im Imperfekt, merk ich, wir beide waren perfekt, doch ich zu dumm. Für dich zu halten und all die Fehler nicht zu machen, wohl zu jung. Heute würde ich alles ändern, doch was ändert das denn schon? Du hast an jedem unserer Tage aus mir einen besseren Mensch gemacht. So glücklich wie mit dir hab ich seitdem auf keinem einzigen Bild gelacht. Unsere Jahre sind verblasst wie Polaroid. Was bleibt, ist Schmerz. Doch ganz egal, wo du auch bist, ich trag dich immer. Vielen Dank. Sehr schön. Das war Toni und wir kommen jetzt direkt zu Challenge Nummer 2. Wir verlieren hier gar keine Zeit und die, ja, das muss man jetzt dazu sagen, die haben wir heute Nachmittag schon aufgezeichnet. Wir haben nämlich die beiden Bands überrascht, denn das heute hier Erz Live on Stage ging ein bisschen früher für die beiden Bands los als gedacht. Wir sind mit denen nämlich klettern gegangen. Es wird jetzt Zeit für das Spiel Seiltänzer. Ja, es ging in den Kletterwald und wer dort letzten Endes schneller war, das schauen wir uns jetzt mal an.
Wir haben es jetzt ein paar Stunden vor der Aufzeichnung und jetzt startet aber für die Bands tatsächlich schon die erste Challenge. Die wissen noch von nix. Wir können ja mal hergehen, denn die sind jetzt hier gerade schon mitten in der Vorbereitung vom Soundcheck und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal dazu. Sorry Jungs und Mädels, wir brauchen mal ganz kurz eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Genauso wie der Hund zum Beispiel. Genau diese Aufmerksamkeit brauchen wir. Wir müssen mal noch die Band von Toni dazu holen irgendwie. Die müssen wir irgendwie gerade noch kurz organisiert bekommen. Jungs, komm mal mit dazu, dann stehen sie. So, jetzt haben wir sie ja alle zusammen. Toni sowohl als auch die Band von Jante. Und ihr denkt ja, okay, wir machen ja jetzt erstmal ein bisschen den Gechillten, ne, bevor die Sendung heute losgeht. Ne? Und keine Ahnung, machen noch ein bisschen Soundcheck, ne? So alles auf ganz entspannt. Aber falsch gedacht. Die erste Challenge, die startet nämlich exakt jetzt. Diese Challenge, die findet nämlich nicht hier an diesem Set statt, sondern ein paar Meter entfernt im Kletterwald. Sprich, jeweils ein Bandmitglied von euch muss jetzt gleich ausgewählt werden von euch und derjenige tritt dann eben gegen jeweils den anderen Bandkollegen von der anderen Band an. Es geht um Zeit, wer eben am schnellsten durch einen Parcours durch ist, der holt den Punkt für seine Band. Und jetzt ist die Frage an euch, wer tritt jeweils an? Entscheidet für euch jeweils. So, ich würde sagen, wir haben euch genug Zeit gegeben. Jetzt ist die Stunde, die Minute, die Sekunde der Entscheidung. Wen schickt ihr jeweils ins Rennen? Toni. Sebastian. Sebastian tritt für euch an. Wie sieht's bei euch, Jan? Jan höchstpersönlich ist am Start. Okay, sehr schön. Dann ihr beide kommt jetzt gleich auf direkten Weg mit uns mit und wir gehen jetzt direkt in den Kletterwald. Ich hänge hier irgendwie. Jan und Sebastian, die Einweisung habt ihr jetzt schon bekommen. Das heißt, es kann losgehen. Und ich erkläre jetzt nochmal ganz kurz die Regeln. Jeder von euch wird einmal diesen Parcours durchlaufen und der am schnellsten eben durch diesen Parcours ist, ne, wir stoppen die Zeit, der gewinnt diese Challenge und das sichert sich damit eben auch einen Punkt fürs große Finalspiel. Soweit erstmal verstanden? Sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hier letzten Endes startet. Wir einigen uns jetzt einfach mal drauf, dass der beim folgenden Spiel verliert, dann letzten Endes der ist, der als erstes diesen Parcours bestreitet, okay? Jung. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck an dieser Stelle. Schere, Stein, Papier. Seid ihr ready? Ja, natürlich. Okay, und geht los. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, sehr schön. Das heißt, Sebastian, du startest jetzt und deine Zeit startet in 3, 2, 1, go! So, Sebastian, dort musst du dich jetzt entlang hangeln. Ohne die Füße da drauf? Ja. Also es geht sowieso, es funktioniert sowieso nicht mit Füßen dort drauf. Thank you.
Oh, fuck. Sebastian, gleich hast du es geschafft. Du musst jetzt noch einmal nach unten diese Reifen hier runterklettern gleich. So, jetzt brauche ich das hier gar nicht mehr. So. Und dann bist du im Ziel. Sebastian jetzt auf dem letzten Weg wieder nach unten, wo er gleich wieder Boden unter den Füßen haben wird. Die letzten Sekunden. Hol doch mal so viel Zeit raus, wie geht. Sobald du unten bist, stoppen wir die Zeit, sobald beide Füße auf dem Boden sind. Jetzt. Sehr schön. Sebastian, Respekt. Bist du ein bisschen K.O. jetzt? Nö, nee, eigentlich nicht. Nö, du könntest gleich nochmal, oder? Puls bei 60. Sehr schön. Gut, dann atme du mal tief durch und jetzt ist Jan an der Reihe. So, Jan, du hast nun die Möglichkeit, mit einer schnelleren Zeit diesen Parcours hier letzten Endes zu bestreiten. Bist du soweit? Natürlich. Okay, dann atme noch einmal ganz tief durch und dann sage ich 3, 2, 1, go! Die Zeit läuft jetzt auch für dich hier im Kletterwald Reifenstein. Und das macht er schon gut. Da ist er schon am Ziehen. Aber ist es genauso schnell wie Sebastian eben? Das wird sich zeigen. So, für dich gilt dasselbe wieder am Anfang, nur mit den Armen und dann, sobald du unter den Füßen das Seil spürst, kannst du auch das Seil mit benutzen, aber zu Beginn nur die Arme. Oh, das macht der Schlauch, der Sprinter gleich mal die ersten Sprossen. Blödes Kabel, ich hänge hier irgendwie. Dann musst du dich dort befreien. Nicht so gedacht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das wird zeitmäßig wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Oh, Junge. Das ist wirklich, das wird wirklich unfassbar knapp. Wirklich, bei der Vorbereitung hätten wir das nie gedacht. Das wird wirklich ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist wirklich absolut knapp. Und auch Jan ist jetzt hier am letzten Part angekommen von diesem Parcours und steigt jetzt hier in die Autoreifen rein. Noch ein paar Meter. Rennen auch ihn jetzt. Und gleich ist er unten angekommen. Und sobald beide Füße auf dem Boden sind, wird die Zeit gestoppt. Und stopp! Sehr schön. Jan, komm kurz rum. Sehr, sehr schön. Ey, meinen absoluten Respekt an euch beide. Und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr knappes Zeitergebnis. Ohne Mist. Aber ihr müsst jetzt noch ein bisschen zittern, wer hier schneller war. Denn das schauen wir uns jetzt im Studio an. Beziehungsweise im Open-Air-Studio auf den Greifensteinen. Bitteschön. So, und jetzt stellen wir uns hier also die Frage der Fragen. Wer hat denn letzten Endes diesen wertvollen zweiten Punkt geholt? Wer hat die zweite Challenge gewonnen und kann sich damit eben einen weiteren Punkt oder vielleicht auch den ersten Punkt fürs Finalspiel sichern? Jetzt erstmal eine Frage an euch, an die Kletterer. Was glaubt ihr? Wer war schneller? Was habt ihr im Gefühl? Also ich kann es echt nicht einschätzen. Keine Ahnung. Ja, schwierig. Kann man... Von unten sieht es nicht so schnell aus, wie man sich fühlt, glaube ich. Ja, also was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass uns von den Leuten vor Ort gesagt wurde, dass ihr wirklich sehr, sehr schnell unterwegs wart. Ursprünglich war geplant, dass jeder um die 20 Minuten für diesen Parcours braucht. Das muss an dieser Stelle jetzt mal gesagt werden. Davon sind die ausgegangen. Ihr habt leicht andere Zeiten gehabt, muss man an dieser Stelle sagen. Und ich werfe jetzt mal die Zeiten in den Raum. Wir haben einmal 4 Minuten und 57 Sekunden und wir haben die Verliererzeit 5 Minuten und 32 Sekunden. Sehr, sehr nah aneinander, wirklich nur ein bisschen mehr als 30 Sekunden trennen hier den Sieg und ja, letzten Endes eben den Verlierer voneinander. Jetzt ist natürlich die Frage, zu wem gehört welche Zeit? Und die schnellste Zeit und damit einen weiteren Punkt auf dem Konto hat Jante! Ja! Guter Mann! Der absolute Wahnsinn. Es hat nicht ganz gereicht, es soll nicht so sein. Und damit ist klar, dass ihr, und damit schauen wir auch mal ganz kurz nochmal auf die Punktegrafik, jetzt mit 2 Punkten letzten Endes im Vorsprung liegt und damit schon 2 Vorteile fürs Finalspiel habt. Und ich kann euch sagen, diese Vorteile können dort wirklich dann langfristig über den Sieg entscheiden, wobei am Ende trotzdem alles offen ist. Ne? Also wenn man es dann trotzdem verkackt, dann ist das trotzdem was anderes. Ja. Sehr, sehr cool. Es bleibt aber trotzdem weiterhin spannend, wie ich gerade schon angedeutet habe. Wir machen eine ganz kurze Werbung und sind dann gleich wieder zurück. Bis gleich. Mach, was du willst, aber mach es hier. Egal ob als Pflegefachmann oder Frau, Kaufmann oder Frau im Einzelhandel, Zerspanungsmechaniker oder Werkzeugmechaniker. Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt dich bei der Suche nach noch freien Ausbildungsplätzen. Ruf einfach durch unter der Telefonnummer 0800 44x5 00 oder direkt in Annaberg-Buchholz unter der 03733 133 13×0. Deine berufliche Zukunft beginnt hier, im Erzgebirge. Mach, was du willst, aber mach es hier. Such dir einen Ausbildungsberuf, der zu dir passt. Deine Zukunft im Erzgebirge beginnt auf erzlife.de.
Weltmeister im Wintersport werden im Sommer gemacht. Durch Fleiß, hartem Training und jede Menge investierter Zeit. Zeit, die andernorts oft fehlt, zum Beispiel für die Regelung der eigenen Finanzen. Doch dafür gibt es jetzt mit der Sparkassen-Direktfiliale eine praktische Alternative. Egal ob mit Smartphone, Tablet oder PC. Sie entscheiden selbst, wann und von wo Sie Ihre Erzgebirgssparkasse erreichen wollen. Und das Beste daran? Auch unterwegs bleibt Ihre Erzgebirgssparkasse eines bestimmt. Immer ganz persönlich. Testen Sie jetzt den neuen Service Ihrer Erzgebirgssparkasse. Es ist ganz einfach. Und jetzt muss ich nochmal zu meiner Sparkassen-Direktfiliale. Waren Sie auch schon da? Es ist ganz einfach. Hallo Frau Vetter, ich bin's nochmal. Egal ob Hitze oder Kälte, laut oder leise, bei uns findet jeder den Ausbildungsberuf, der zu ihm passt. Werde auch du Teil unseres Teams. Bewirb dich für einen Ausbildungsberuf bei der Nickelhütte Aue. Weitere Infos unter nickelhütte-aue.de. Und damit willkommen zurück heute hier bei Erz Live on Stage, heute hier zu dieser Spezialsendung hier von den Greifensteinen im Erzgebirge. Für alle, die vielleicht jetzt auch erst zugeschaltet haben, erkläre ich jetzt nochmal so ganz genau, was wir hier eigentlich machen. Zum einen gibt es hier nämlich heute gute Musik und zum anderen treten aber die, die heute die gute Musik machen, nämlich Toni und Jante, in verschiedenen Challenges gegeneinander an. In diesen 4 Challenges an der Zahl sind es insgesamt, müssen sie Punkte sammeln, die ihnen dann für das große Finalspiel helfen. Im Moment liegen Jante vorne und von denen hören wir jetzt auch gleich mal einen sehr, sehr coolen Song. Davor sei aber nochmal gesagt, was es eigentlich zu gewinnen gibt. Die spielen nämlich nicht einfach um nix, sondern natürlich um Ruhm, Anerkennung und alles mögliche weiter. Aber vor allem auch für 500 Euro zur Verfügung gestellt von der Erzgebirgssparkasse für einen Verein ihrer Wahl und außerdem um eine Musikvideoproduktion von PS Media Point. Ist auf jeden Fall was. Und jetzt verlieren wir aber keine Zeit und hören hier an dieser Stelle jetzt Jante. Viel Spaß. Es ist oft nicht einfach, es ist oft nicht leicht. Manchmal denk ich einfach, was hab ich erreicht? Wen hab ich erreicht, erreich ich noch dich? Oder kommst du bei mir an, aber ich bei mir nicht? Wenn es einfach wär, wär's leicht. Doch sind wir gemeinsam, ja, yeah, sind wir reicher. Zeit nicht, können wir sie uns geben. Wär da kein Streit, was gibt's zu versöhnen? Wär da kein Weiter, wohin würden wir gehen? Gäbe es kein Scheitern, könnten wir bestehen. Wenn es einfach wär, wär's leicht. Sind wir gemeinsam, yeah, sind wir reich. Wenn es einfach wäre, wär's leicht, wäre es nicht für den Augenblick, für den Augenblick. Für den Augenblick. Wenn es einfach wäre,
wenn es einfach wäre. Wäre es nicht, wenn es einfach wäre, wäre es leicht. Das sind wir gemeinsam, yeah, sind wir reich. Wenn es einfach Das war Jante mit ihrem ersten Song Einfach Leichter. Und wie ihr sehen könnt, stehen wir hier schon bei Challenge Nummer 3. Toni samt Band ist auch schon am Start. Und gleich kommen auch noch Jante natürlich frisch von ihrem ersten Song dazu. Da sind sie schon. Sehr, sehr cool. Stellt euch hier auch gerne mit dazu. So. Perfekt. Jetzt sind wir hier vollzählig und ihr seht schon, wir haben hier einen Bagger am Start. Und jetzt fragt man sich natürlich, was muss damit letzten Endes gemacht werden? Wir befinden uns jetzt mitten im Spiel Kellner. Und da wir uns hier auf einer Baustelle befinden, ist natürlich Arbeitssicherheit ganz, ganz wichtig. Und zwei von euch bekommen jetzt auch gleich jeweils einen Helm auf. Ich erkläre euch aber erstmal ganz kurz, worum es geht, bevor ihr dann auswählt jeweils, wer zu dieser Challenge antritt. Wir haben hier ein bisschen einen Tisch aufgebaut, nur leider fehlt da irgendwie noch ein Weinglas, ne? Das ist natürlich schade. Dieses Weinglas hätten wir gerne von euch, von diesem Tisch hier, auf diesen Tisch serviert. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern dreimal. Also ihr müsst insgesamt drei Weingläser von diesem Tisch auf diesen Tisch, dort wo das Weinglas fehlt, letzten Endes hinstellen. Das hier ist ein Greifarm, damit könnt ihr das machen. Wir weisen euch gleich in einen Bagger ein, die sich eben dafür entscheiden, diese Challenge anzutreten, und dann ist das auf jeden Fall machbar. Wir haben das auch getestet, das funktioniert auf jeden Fall. Es könnte sein, dass auch das ein oder andere Weinglas kaputt geht, das kann passieren, aber wenn man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl rangeht, sollte das funktionieren. Jetzt ist die Frage, wer von euch hat das meiste Fingerspitzengefühl? Ihr könnt euch gerne kurz beraten jeweils, sowohl Toni als auch Jante. Aber du bist ja auch nicht nur Schlagzeugerin. So. Die Diskussion läuft. Du bist ja auch eine. Habt ihr euch schon festgelegt? Ja. Ne? Du hast ja auch sehr viel Fein und Takt. Okay. Bei euch ist also schon klar, Toni, du machst das? Ja. Okay. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon eine Entscheidung? Ja. Und zwar? Du. Okay, Margot, sehr schön. Dann Margot versus Toni jetzt hier in der nächsten Challenge. Jetzt ist natürlich die Frage, wer möchte denn anfangen? Habt ihr Freiwillige vor? Wollen wir Ladies first oder wie ist es? Oder möchtest du? Ladies first. Oder wie sieht's aus? Ich will sich nur von mir abgucken, wie es geht. Also ich sag mal so, typisch, normalerweise führen ja im Moment Jante. Das heißt, ihr hättet jetzt eigentlich auch das Recht zu sagen, wer anfangen soll. Entscheide du. Ich kann das nicht entscheiden. Entscheide, möchtest du starten oder möchtest du als Zweite? Was? Ich soll losmachen, ich mach los. Du legst los. Okay, sehr schön. Margot, du startest. Wir bauen hier ganz kurz um und dann starten wir mit Margots Versuch, hier ein bisschen Kellner zu spielen. So, Margot ist also die Erste, die jetzt hier im Bagger sitzt. Margot, bist du soweit? Ich bin soweit. Okay, ich vertraue dir, aber ich begebe mich trotzdem ein bisschen in Sicherheit hier mit zu unseren wunderschönen Kellner übrigens. Den müssen wir jetzt auch nochmal vorstellen, den Maurice, der jetzt dann jeweils immer die Weingläser hier natürlich servieren wird, die du dann auf den anderen Tisch eben servieren musst. Ne? So läuft das bei uns, Arbeitsteilung, so muss das sein. So, Maurice, so zur Seite, Abstand, sehr gut. Okay, dann bist du soweit? Bin soweit. Dann starten wir das Spiel in 3, 2, 1, geht los! So, und da testet sie erst einmal, wie der Bagger funktioniert. Und da sieht sie schon, wie der Greifer aufgeht. Jetzt ist er aber eben noch nicht über dem Weinglas. Oh, okay. Da setzt sich der Bagger in Bewegung.
Sie hat sichtlich Spaß auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. So, und da ist sie schon kurz vor dem ersten Glas. Oh, das sieht gut aus. Und Tatsache, das erste Glas hängt am Greifer. Und jetzt gilt es nur noch, das ganz in Ruhe rüber auf den anderen Tisch zu transportieren. Okay, da ist auf jeden Fall Feingefühl gefragt. Ah, ich muss sagen, das sieht sehr gekonnt aus. Machst du das öfter? Ich wünschte. Was ist denn da los? Okay. Wo muss das denn genau hin überhaupt? Ja, genau, dort. Ja, das sieht schon gut aus. Da ist eine Kerze im Weg. Das sieht schon gut aus dort. Es reicht, wenn es auf dieser einen Tischhälfte steht, wo das Glas fehlt. Das ist ja super. Das reicht aus. Und Tatsache! Das erste Glas, bitte ganz kurz den Greifer stillhalten. Das erste Glas steht dort, wir holen das andere Glas, das erste, zurück und geht weiter. Das zweite Glas jetzt. Wahnsinn! Hättest du gedacht, dass das so gut funktioniert? Nein. Echt stark. Und da setzt sie schon wieder an, um das zweite Glas zu holen. Ha, das stimmt was noch nicht. Jetzt ist die Frage, geht das gut? Ganz behutsam muss der Greifer wieder geschlossen werden. Dass das hier nicht kaputt geht. Oh, oh, oh. Also man kann sich auch perspektivmäßig täuschen, aber es sieht gar nicht so gut wie das erste aus. Aber man kann sich auch täuschen. Au. Oh oh. Tatsache. Ich glaube, sie hat es geschafft. Nein. Sie ist sich noch ein bisschen unsicher. Oh, okay. Diesmal ein bisschen in Schieflage, das Ganze. Aber es ist auf jeden Fall schon mal dran. Da bin ich jetzt gespannt, wie das beim Absetzen funktioniert. Ach. Oh, da hat es sich gerade gestellt. Das kann ich sagen. Da hat es sich tatsächlich gerade gestellt. Wahnsinn, was du kannst, ne? Das ist echt krass. Also das ist wirklich krass. So, und damit sind wir schon wieder beim schön gedeckten Tisch angekommen, wo nur noch das letzte Weinglas fehlt. Und mal schauen, ob es dort auch gleich wieder landet, wie gerade eben das erste schon. Es muss auf der Tischhälfte sein. Genau. Und da geht es weiter Richtung Tisch. Oh, da hat man die Kraft des Baggers gespürt. Tatsächlich, das zweite Glas, es steht. Absolut. Sehr, sehr stark. Den Bagger stehen lassen und das Glas wird geholt und die Kerze aufgestellt und du kannst ab jetzt weitermachen. Ist dir warm zufällig da oben gerade? Oh, ich muss mich so konzentrieren. Ich das hier so sehe. Sehr gut. Da wird die Jacke ausgezogen.
Im strömenden Regen, wo wir hier drehen. So hier muss das sein. Nicht. So. Okay. Glas Nummer 3. Das letzte Glas, was sie von Tisch 1 auf Tisch 2 transportieren muss. Mit einem Mehrzweckgreifer und einem Bagger. Logisch. Was auch sonst. Und das sieht sehr gut aus. Das sieht wieder so aus, als könnte es tatsächlich wieder funktionieren. Und tatsächlich, es hängt wieder am Greifarm des Baggers. Oh, 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 oh. Das klang nach Glas. Es geht hier um den dritten Punkt fürs Finale. Und die richtige Tischhälfte ist es schon mal wieder. Und sobald das abgesetzt ist, wird die Zeit stoppen. Und damit ist die Zeit gestoppt und du hast es geschafft. Wahnsinn. Absoluten Respekt. So. Also, da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, hast du das schon mal gemacht, Sarah? Was ist denn los mit dir? Ich träume nachts immer davon. Sehr cool. Du hast schon immer mal davon geträumt, ein Weinglas zu servieren mit einem Bagger. Sehr, sehr cool. Echt stark. Und du hast es jetzt hinter dir, aber jetzt schauen wir mal, ob Toni das Ganze toppen kann in einer schnelleren Zeit. Denn jetzt geht es natürlich letzten Endes um Zeit. Der jetzt am schnellsten eben diese 3 Weingläser serviert hat, der gewinnt das Spiel. Wir switchen ganz kurz und dann sitzt hier nicht Margot, sondern Toni im Bagger. Und da sitzt er jetzt schon im Bagger, jetzt eben auch Toni hier am Start. Das ist jetzt sein Lauf. Ich begebe mich jetzt noch hinter die Absperrung, denn Sicherheit muss sein. Also Toni, bist du ready? Den Umständen entsprechend, ja. Den Umständen entsprechend ready, okay. Dann würde ich sagen, Toni, deine Möglichkeit, deine Zeit, deine Challenge startet jetzt. So, und auch Toni macht sich erst einmal vertraut mit dem Bagger. Aber er ist jetzt schon mal gleich in der richtigen Richtung. So, da geht die Schaufel schon nach unten. Noch nicht ganz beim Glas, aber das kann sich, wie wir gerade sehen, ja auch ganz schnell ändern. Und da wird gleich das erste Mal zugegriffen durch Toni hier am Bagger. Wow, okay. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, worauf Toni gerade wartet, aber okay. Da, da hängt es jetzt am Greifarm, das erste Glas. Und da geht es rüber auf den Tisch. Auch für dich gilt die vordere Tischhälfte. Dort muss das Glas unversehrt, wohlbemerkt, landen. Was passiert denn, wenn die anderen kaputt gehen? Wenn die anderen kaputt gehen, ist der Punkt trotzdem erreicht. Es geht um dieses eine ganz spezielle Weinglas, was wir da auf der anderen Tischseite sehen wollen. Nein.
Ja, das sieht nach Tischkante aus. Oh! Das sieht gar nicht gut aus. Wagen wir da manchmal zu sagen. Okay. Er hat es doch nochmal unter Kontrolle bekommen. Jetzt ist die Frage, schafft er es abzustellen? Es ist auf dem Tisch angekommen. Jetzt muss nur noch der Greifer sich öffnen. Und da ist es! Das erste Glas. Einmal bitte den Bagger stillhalten. Toni, den Bagger stillhalten. Erst dann können wir die Gläser tauschen. So, da bringt der Kellner, der Maurice, das zweite Glas. Und es kann weitergehen. Und denkt dran, es geht auf Zeit. Also vorsichtig ist zwar cool, aber wenn Margot schneller war, dann hätte es auch nichts genützt. Das war der Tisch. Immer noch. Das war der Tisch. Fast das Glas. Vielleicht solltest du doch lieber wieder auf Behutsamkeit setzen als auf Schnelligkeit, Toni. Vielleicht soll ich das zurücknehmen. Und da ist es geköpft, das zweite Glas. Das war ein bisschen zu stark. Und damit, stimmt. Und damit können wir die Challenge schon abbrechen, denn in diesem Moment hast du schon verloren, diese Challenge. Denn du hast es nicht geschafft, drei Gläser unversehrt. Du kannst das Glas noch kaputt machen, ja. Sehr gut. Noch ein zweites geköpft. Toni, trotzdem gut gekämpft, aber eben vielleicht auch ein bisschen zu hart und mit ein bisschen zu viel Kraft. Aber damit geht eben auch der dritte Punkt auf das Konto von Jante. Wir schauen in diesem Moment mal auf den Punktestand und da sehen wir das auch 3:0 im Moment. Und diese Punkte, die kann man fürs Finalspiel dann auf jeden Fall gut gebrauchen, denn da bedeutet jeder Punkt einen weiteren Vorteil. Und damit eben im Moment 3 Vorteile gegen 0 Vorteile. Trotzdem bleibt es bis zum Ende spannend, denn das heißt am Ende noch gar nichts. Aber man sieht schon, die freuen sich da oben auf jeden Fall, denn die stehen jetzt schon wieder bereit. Wir hören jetzt nochmal von Jante sehr, sehr coole Songs. Deswegen macht euch da drauf gefasst. Viel Spaß. Hier ist er nochmal für euch, Jante. Such und mich verfehl, bevor das Bild wieder steht. Seh das Zittern in deinen Augen, noch bevor du die Stimme hebst. Ich hab Angst, sagst du, was ist, plötzlich alles anders ist. Einer unserer Pläne sich verirrt. Wenn ein anderer ihn findet, glaubt, dass er ihm gehört. Lass uns den leichten Weg, den leichten Weg, den alle gehen, nicht gehen. Lass uns durch die Gegend streifen oder Furcht ins Leben. Und bevor ich das Leben sehe, dann ein Trick. Jedes Mal, wenn er wieder klappt, ist die Falle zugeschnappt. Wollen immer mehr, was wir nicht brauchen. Und mit Leben zahlen wir ab. Der eine baut sich Stein um Stein, Kind um Kind ins Leben ein und kann doch nicht glücklich sein. Du und ich, wir ziehen weit, wir reißen ab, wir reißen ein, wir atmen aus, wir leben ein. Lass
lass uns den leichten Weg, den gleichen Weg, den alle gehen, nicht gehen. Lass uns durch die Gegend streifen, ohne Furcht ins Leben sehen. Lass uns schleichen einfach vorbei. Neues Leben begreifen, neues Leben. Whoa, whoa, whoa. Lass uns den leichten Weg, den gleichen Weg, den alle gehen, nicht gehen. Ja, und einen schönen guten Abend hier bei Erz Live on Stage, Open Air, an den Greifenstein. Wir sind Jante und ja, wir wollen ein bisschen Musik für euch machen. Und das nächste Lied ist von unserer aktuellen Platte, die heißt so wie das letzte Lied, Blick ins Freie, und das nächste Lied heißt aber Vielleicht. Viel Spaß damit. Als wir nackt unter dünnen Laken liegen, mitten in der wärmsten Nacht, als helle Blitze über Wolken fliegen, vom Gewitter aufgewacht und der Regen trommelt auf die Scheiben, unsere Fragen in das Schweigen, unsere Fragen in das Schweigen. Vielleicht sind wir ein Moment, der bleibt für immer. Vielleicht sind wir nicht mehr als nur ein Schimmer durch die Fenster deines Zimmers. Fensterglas zeigt deine Silhouette wie ein Spiegel. Bewegst dich nur leicht, leicht hin und her. Ich frag mich nur, reicht, reicht uns das hier, reicht uns das jetzt, reicht uns das morgen, vielleicht nicht mehr. Und der Regen trommelt auf die Scheiben, unsere Fragen in das Schweigen, unsere Fragen in das Schweigen. Vielleicht sind wir ein Moment, der bleibt für immer. Vielleicht sind wir nicht mehr als nur ein Schimmer durch die Fenster deines Zimmers. Vielleicht sind wir ein Moment, der bleibt für immer. Vielleicht sind wir nicht mehr als nur ein Schimmer durch die Fenster deines. Der bleibt für immer. Vielleicht sind wir nicht mehr als nur ein Schimmer durch die Fenster deines Zimmers. Vielleicht sind wir ein Moment, der bleibt für immer. Vielleicht sind wir nicht mehr als nur ein Schimmer durch die Fenster deines Zimmers. Vielleicht.
Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das war vielleicht. Ja, ich hoffe, ihr applaudiert jetzt laut vor euren Bildschirmen. Wir können uns das nur vorstellen. Wir stehen hier eigentlich vor einer riesen Tribüne mit ganz vielen Sitzplätzen und die sind alle leer. Das ist ganz eigenartig. Aber ich hoffe, ihr hört uns zu. Ja, das ist auch für mich ein besonderer Ort als Erzgebirge. Ich bin eine Viertelstunde von hier aufgewachsen und war in meiner Kindheit auch hier, um Winnetou anzuschauen. Hier zu den Festspielen, also zu den Freilichtspielen. Und es ist irgendwie besonders, hier heute zu stehen. Mit Publikum wäre es natürlich schöner gewesen, aber so ist es trotzdem schön. Und wir haben deshalb gedacht, wir spielen einen Song, der auch von meiner Kindheit im Erzgebirge handelt. Und der nennt sich Weißt du noch? Vielleicht entdeckt ihr auch eure ein Stück weit wieder. Weißt du noch, als uns der Mais über den Kopf wuchs und wir rannten trotzdem rein, als Himmel und Hölle keine Drohung waren, sondern Linien auf Stein, als ein Jahr ein Universum war, zur nahen Unendlichkeit. Als die Zukunft keine Frage war, sondern nur eine andere Zeit. Und wir sehen uns zurück, ein ums andere Mal. Und heute sind wir weiter, so viel weiter, weiter gekommen. Heute sind wir reich, beleibter, vielleicht auch benommen. Suchen nach dem Glück, denken dabei oft zurück. Wir fragen uns da an, sind wir wirklich weit? Sag, wie weit sind wir eigentlich gekommen? Weißt du noch? Als der Bolzplatz unser Leben war und jeder kam vorbei, als wir fast niemals solche Sätze sagen wie ich hab heute keine Zeit, als wir auf Bäume stiegen, Angst besiegt, so unglaublich hoch, dass wir einander ohne Maske lieben oder uns sagen, ich find dich dumm. Und wir sehen uns zurück, zurück ein ums andere Mal. Und heute sind wir weiter, so viel weiter, weiter gekommen. Heute sind wir reich, beleibter, vielleicht auch benommen. Und wir suchen nach dem Glück, denken dabei oft zurück. Und wir fragen uns da, sind wir wirklich weit? Sag, wie weit sind wir eigentlich gekommen? Uns leben ohne nachzudenken, lass uns doch einfach Menschen ohne Grund oder Bedingungen unsere Liebe schenken, vielleicht wird dann die Liebe zu uns kommen, wird das Leben zu uns kommen, werden wir wieder zu uns kommen und dann sind wir weiter. So viel weiter, weiter.
weiterkommen. Und wir sind vielleicht reich, beleibte, doch nicht mehr benommen. Und die Suche nach dem Glück bringt uns Stück für Stück wieder näher an noch. Dann sind wir weiter, so viel weiter, weiterkommen. Dann sind wir weit, weiter, weiter gekommen. Wann sind wir weit, weiter, weiter gekommen? Weißt du noch? Ja, das war's fürs Erste. Schon fast wieder von uns. Wir haben noch einen Song für euch. Wenn ihr Lust auf mehr habt, dann schaut gern mal bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr musikalisch, musikhörertechnisch unterwegs seid, rein. Wir haben unsere neue EP veröffentlicht, die heißt Blick ins Freie. Die könnt ihr dort hören, überall eigentlich, wo man Musik hören kann. Und auch ein paar schöne Musikvideos gemacht. Dazu schaut ihr euch gern an. Und ja, wir möchten gerne mit einem abschließen. Eigentlich wären wir jetzt auf, ne, jetzt nicht auf Tour gewesen, aber das ist unser erster Auftritt als Band dieses Jahr. Eigentlich hätten wir schon eine Tour gespielt. So ist heute Premiere für eigentlich alles, was wir hier fast auf der Bühne machen, so ziemlich. Und auch für das folgende Lied, wo es auch ein Corona-Musikvideo dazu gibt. Schaut euch das mal an. Ist ganz witzig geworden. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören von unserer Seite. Und das letzte Lied heißt Verlernen. 1, 2, 3, 4. Verlernt zu leben, wenn wir lernt zu planen, verlernt zu geben, wenn wir merken, wie ist es alles zu haben, verlernt zu lieben, wenn wir Liebe dann haben, verlernt zu lachen auf den dunkelsten Tag und wir sehen niemals zurück. Immer nur weiter in die Ferne. Was, wenn das Glück direkt vor uns läge, würden wir es bemerken? 1, 2, 3. Und wir leben, so als wäre ein Tag egal, wir haben noch mehr. Ey. Und wir leben, so als wäre das Leben Ewigkeiten näher. Ey. Ey. Wir leben so, als wäre es uns egal, wie viele Herzen uns verstecken. Wir leben so, als wäre das Leben Ewigkeit näher. Wir glauben, wir müssen hinauf auf den höchsten Gipfel. Wir glauben, dass wir dann wissen, was wir brauchen und was wir noch vermissen. Wir laufen seit jeher voller Eifer. Wir laufen höher und weiter. Wir laufen, weil wir glauben, dass wir zweiter schon scheitern. Und wir sehen niemals zurück, immer nur weiter in die Ferne. Was, wenn das Glück direkt vor uns läge, würden wir es bemerken. Und wir leben so, als wäre ein Tag egal, wir haben noch mehr. Und wir leben so, als wäre das Leben Ewigkeiten näher. Und wir leben so, als wäre es uns egal, wie viele Herzen uns verstehen. Wir leben so, als wäre das Leben Ewigkeit näher.
Vielen Dank, wir sind Jante. Und viel Spaß noch. Macht's gut. Yes, das waren Jante mit weiteren sehr, sehr coolen Songs auf jeden Fall. Und jetzt geht es gleich an die nächste Challenge. Doch für die, die vielleicht jetzt dazugeschaltet haben und fragen, was passiert hier eigentlich gerade so genau, erkläre ich es nochmal ganz kurz. Heute treten zwei Bands gegeneinander an. Zum einen Jante, die habt ihr ja gerade gehört. Und zum anderen die Band Toni, die hier jetzt schon wieder neben mir stehen. Und wir fassen mal so zusammen. Im Moment sieht es nicht ganz so gut aus für euch Jungs, ne? Also es ist natürlich noch alles drin, ne? Im Moment steht's 3-0 für Jante, aber gut, was willst du machen? Ey, es geht ja hier auch um was, ne? Also ihr spielt ja hier jetzt letzten Endes um Punkte, die euch dann fürs große Finalspiel letzten Endes Vorteile, ne, erschaffen. Und am Ende gibt es dann zu gewinnen zum einen 500 Euro zur Verfügung gestellt von der Erzgebirgssparkasse für den guten Zweck, also für einen Verein eurer Wahl. Und es gibt eine Musikvideoproduktion von PS Media Point. Das ist sowieso das Allerkrasseste an der Geschichte. Naja, so, jetzt auf jeden Fall erstmal an dich die Frage, Toni. Was glaubst du, woran hat es bisher gelegen, dass ihr bisher nur null Punkte habt? Also, was ist denn da los? Ich weiß es nicht, aber wir haben, wir sind noch in der Aufwärmphase, glaube ich. So. Okay, gut. Also, die solltet ihr jetzt langsam beenden, denn ich merke schon, hier kommen sie jetzt auch dazu, die Jungs und Mädels von Jante. Sehr, sehr cool. So, habt ihr euch ganz kurz ausruhen können hier von eurem Set? Dann seid ihr wieder ready für die Challenge. Immer. Sehr gut. Denn jetzt geht es um das letzte Challenge-Spiel, wo es nochmal die Möglichkeit gibt, einen Vorteil fürs Finalspiel zu erspielen. Wir spielen jetzt das Spiel Nervensäge. Ihr seht ja schon, wir haben hier zwei Baumstämme aufgebaut und jeweils eine Säge. Ich sag mal so, ich glaube, es braucht jetzt nicht so eine große Erklärung, was hier letzten Endes gemacht werden muss. Fakt ist, jeder von euch oder jede Band von euch muss jetzt eben zwei Leute auswählen, die jeweils auf einer Seite stehen. Dann wird gesägt, gleichzeitig gegeneinander, ne? Und die, die am schnellsten den Baumstamm durchgesägt haben, die bekommen diesen Punkt und damit eben den letztmöglichen Punkt für das große Finalspiel. Jetzt ist natürlich die Frage, es geht hier um Kraft, ne? Wen wählt ihr denn jetzt aus? Ich sehe schon, hier hat sich jemand ready gemacht. Das scheint schon mal klar zu sein. Wer möchte sonst noch bei euch mit dabei sein? Ja, na mach ich, ne? Dann übernehme ich die Verantwortung, ja. Sehr gut. Gut, dann ihr beide, ihr könnt schon mal davor gehen. Wie sieht es bei euch aus? Ganz wichtig, ne? Derjenige, der bisher noch bei keinem Challenge dabei war, muss auf jeden Fall mit dabei sein. Marc muss noch, ja, und der ist auch okay. Hochzeitserfahren. Der muckt auf Hochzeiten, der hat sowas bestimmt schon mal gesehen. Sehr gut, und stark. Und Sepp hat den Band-internen größten Bizeps, deswegen wird man den noch dazu stellen. Nicht, Toni? Du hast Kraft gesagt, da bin ich dann. Okay, alles klar. Wassersuppe ist heute früh ausgefallen. Alles gut, willkommen im Club. So, Vertrauen, dann Jungs. Macht ihr euch auch ready und geht dorthin. Zieht euch bitte die Handschuhe an, dass wir hier auf Nummer sicher gehen. Und bereitet euch vor. So, ihr seid ready. Ganz wichtig ist noch, ihr müsst hier vorne sägen. Das ist ganz wichtig. Hier vorne und da vorne. Genau, das ist noch ganz, ganz wichtig. So. Dann zähle ich jetzt gleich rückwärts und dann geht's los. Bei Go. Okay? Dann. 3. Auf ins letzte Challenge-Spiel. 3, 2, 1, Go! Vollgas hier. So, also bisher sieht's jetzt, sag mal so, noch nicht so schnell aus, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Leute, es geht hier um den letzten Punkt, ne? Das ist euch. Das ist euch gewiss, hoffe ich jetzt einfach mal. Also ein bisschen Gas geben müsst ihr da schon. Und es braucht natürlich auch die spezielle Taktik, ne? Also im Moment, sag ich mal so, würde ich euch jetzt noch nicht im Wald engagieren für irgendeine Waldarbeit, muss ich ganz ehrlich sein. Wobei das bei Jante gerade tatsächlich besser aussieht. Also es sieht gerade wirklich gekonnt aus. Bei Team Toni hängt das so ein bisschen. Geschnitten Brot. Ich glaube, ihr müsst ein bisschen mehr Gefühl. Nur als kleinen Tipp. Ah, okay. Ich mach gar nichts. Und man muss wirklich sagen, bei Team Jante läuft das gerade wie geschnitten Brot. Oder in diesem Fall Holz. Oh Gott, was ist hier los? Was ist das denn, Bock? Na gut. So. Sehr, sehr stark. Aber Team Toni holt auf. Und wenn ihr nicht so viel nach zu eurem Gegner schauen würdet, sondern euch mehr aufs Segen konzentriert, dann würde es vielleicht sogar funktionieren.
Oh, und damit ist das schon durch. Tatsächlich, nicht. Team Jante, es ist, na gut, ja, mit Handschuhe ist okay, mit Handschuhen ist okay. Team Jante hat den vierten Punkt, das ist unfassbar. Kommt mal bitte wieder zurück, ihr stellt euch bitte wieder genauso hin, bitte achtet auf den Abstand. Ihr stellt euch bitte wieder genauso hin. Okay, also ich sag mal so, als wir das Ganze hier konzipiert haben, da dachten wir, dass bei den Challenges das so ein bisschen ausgeglichen wird. Sagen wir es mal so, wie es ist, ne? Dass ihr jetzt natürlich 4 Punkte holt und ihr 0. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Trotzdem, und das muss an dieser Stelle nochmal gesagt werden, ist noch alles drin beim Finalspiel. Ihr habt halt 4 Vorteile im Gegensatz zu 0. Gut, das ist halt so. Aber trotzdem ist noch alles möglich. Jetzt mal eine nächste Frage. Ich dachte, du hast Kraft. Was war denn los? Keine Ahnung. Schlecht geschmiert, das Eisen. Ah ja, natürlich. Das am Eisen lag es, logischerweise. Aber was denkt ihr? Warum habt ihr jetzt gewonnen? Habt ihr bessere Taktik gehabt? Was habt ihr dann gemacht? Ich glaube, das Problem ist, wenn jeder was arbeiten will bei dieser Säge, da funktioniert das nicht. Dann fängt sie an zu biegen und so. Deswegen habe ich jetzt lieber übernommen. Nur eine arbeiten. Genau, ich habe ihn halten lassen. Sehe ich ganz genauso, bin ich voll bei euch. Sehr schön. So, an dieser Stelle schauen wir also ganz kurz auf den Punktestand und sehen es an dieser Stelle einfach nochmal ganz kurz bestätigt. Wir haben zum einen eben jetzt 4 Punkte in diesem Fall jetzt schon für Team Jante und 0 Punkte, um es noch einmal zu wiederholen, für Team Toni. Rein aber gut, das war jetzt das letzte Mal, dass ich das gesagt habe vor großem Finalspiel, denn das steht gleich an. Wir bauen hier ganz kurz um, machen eine kurze Werbung und dann sind wir gleich wieder da hier bei Erz Live on Stage, heute hier von den Greifensteinen. Bis gleich, bleibt unbedingt dran zum großen Finalspiel. Bis gleich. Berufsorientierung und Beratung mal anders. Wir als Bundesagentur für Arbeit sind trotz der aktuellen Corona-Pandemie für dich da und unterstützen dich auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder Studiengang, der zu dir passt. Zum Beispiel per Chat oder telefonisch. Informiere dich einfach unter www.dasbringtmichweiter.de und www.jba-erz.de und mach deine Zukunft klar. Mach, was du willst, aber mach es hier. Such dir einen Ausbildungsberuf, der zu dir passt. Deine Zukunft im Erzgebirge beginnt auf erzlife.de. Weltmeister im Wintersport werden im Sommer gemacht. Durch Fleiß, hartem Training und jede Menge investierter Zeit. Zeit, die andernorts oft fehlt. Zum Beispiel für die Regelung der eigenen Finanzen. Doch dafür gibt es jetzt mit der Sparkassen-Direktfiliale eine praktische Alternative. Egal ob mit Smartphone, Tablet oder PC. Sie entscheiden selbst, wann und von wo Sie Ihre Erzgebirgssparkasse erreichen wollen. Und das Beste daran? Auch unterwegs bleibt Ihre Erzgebirgssparkasse eines bestimmt. Immer ganz persönlich. Testen Sie jetzt den neuen Service Ihrer Erzgebirgssparkasse. Es ist ganz einfach. Und jetzt muss ich nochmal zu meiner Sparkassen-Direktfiliale. Waren Sie auch schon da? Es ist ganz einfach. Hallo Frau Fretter, ich bin's nochmal. Egal ob Hitze oder Kälte, laut oder leise, bei uns findet jeder den Ausbildungsberuf, der zu ihm passt. Werde auch du Teil unseres Teams. Bewirb dich für einen Ausbildungsberuf bei der Nickelhütte Aue. Weitere Infos unter nickelhütte-aue.de. We'll be right back.
Und damit willkommen zurück hier bei Erz Live on Stage. Und jetzt wird es ernst. Jetzt steht das Finalspiel an. Die Bands Toni und Jante treten hier heute gegeneinander an. Es geht um 500 Euro für den guten Zweck, für den Verein jeweils ihrer Wahl. Und da frage ich gleich mal, Toni, an welchen Verein würdet ihr denn die 500 Euro spenden, die die Erzgebirgssparkasse zur Verfügung stellen? Es würde werden die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Sehr schön. Und bei euch? Jan? Bei uns wird es der Help e.V. Sehr cool. Auf jeden Fall beides tolle Vereine. Da lohnt sich das Kämpfen jetzt auf jeden Fall für beide Seiten. Man muss natürlich sagen, Vorteile hat jetzt eher die Band Jante, denn ihr habt 4 Punkte in den Challenges geschafft. Außerdem, ne, warum es sich natürlich auch noch lohnt zu kämpfen, ist natürlich eine Musikvideoproduktion, ne, vom PS Media Point. Das darf man auch nicht vergessen. Das lohnt sich ja auf jeden Fall gleich doppelt. Wir hauen hier aber auch raus. Wir sind aber auch verrückt hier bei Erz Live on Stage. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier beim Finalspiel. Und jetzt spielen wir Fernsprecher. Fernsprecher, ihr fragt euch jetzt natürlich, was das so genau bedeutet. Das wird jetzt das Spiel, wo wir die Greifensteine mal so richtig ausnutzen. Denn Toni und Jante, ihr beide geht jetzt gleich auf die andere Seite der Greifensteine. Ihr seht, dort oben brennt jetzt schon Licht. Dort werdet ihr gleich hingehen und ihr gebt dem Sebastian und den Marc, den ihr ja gerade eben schon ausgewählt habt, die Anweisungen, die sie für dieses Spiel hier benötigen. Denn ihr beide macht das hier größtenteils blind. So, jetzt ist natürlich aber die Frage, was muss hier jetzt alles genau gemacht werden? Ihr seht schon, es sieht ein bisschen unterschiedlich aus, nicht ganz so gleich, weil ihr habt 4 Vorteile erspielt. Das heißt, in jedem dieser Minispiele, die wir hier aufgebaut haben, habt ihr jeweils einen Vorteil euch erspielt. Und ich erkläre euch jetzt, was ihr gleich so genau tun müsst. Ne, ihr beide macht das dann auch gleichzeitig und der am schnellsten letzten Endes mit der Aufgabe durch ist, die ich gleich noch erkläre, die es zu lösen gilt, der hat gewonnen. Denn ihr müsst dann Kontakt aufnehmen mit Toni und Jante, ne? Weil ihr wollt, keine Ahnung, den nächsten Auftritt ausmachen, ne? Und müsst da einfach euch nochmal so ein bisschen absprechen. Das geht natürlich viel einfacher per Handy, ne? Und nicht per Schreien so, ne? Das ist ja viel besser. Das Ding ist nur, dass eure Handys jetzt gesperrt sind. Die haben jetzt verschiedene Pins und die könnt ihr in diesen Minispielen eben erspielen. Also ihr müsst jeweils die PIN für dieses Handy jetzt gleich erspielen. Ich erkläre euch jetzt die Minispiele und bei jedem Minispiel, was geschafft ist, steht eben dann eine PIN-Zahl, die ihr dann eben am Ende benutzen könnt, um das Handy zu entsperren. Wir machen das auch so, wir sind jetzt auch nicht so fies, dass ihr dann die PIN-Zahlen irgendwie nochmal, ja, keine Ahnung, umdrehen müsstet, ne? Also dass zum Beispiel Minispiel 1 PIN-Zahl 1 ist und so weiter und so fort, sondern es ist dann wirklich so, dass Minispiel 1 PIN-Zahl 1 ist, Minispiel 2 PIN-Zahl 2, 3, 4, ne? So. Was müsst ihr dann nachher so genau tun? Als erstes wird hier die Ente eingerollt. Ne? Ihr seht sie jeweils dort vorne, die schöne Quietscheende, die möchte natürlich hier direkt an diesen Stamm ran. Das heißt, ihr müsst das Ganze dann so schnell es geht wickeln. Das ist die erste Aufgabe. Unten auf der Ente steht dann die erste PIN-Zahl. Dann geht es an das zweite Spiel weiter. Das ist auch ganz schön. Denn hier seht ihr sie nochmal, ne? Die Weingläser für alle, die die Bagger-Challenge in diesem Moment noch in Erinnerung haben. Hier sind sie wieder, hier stehen sie jetzt unversehrt. Ne? Gut, hier fehlt jetzt das eine, das hat Toni kaputt gemacht. Aber das ist eben der Vorteil, den ihr habt. Hier ist übrigens der Vorteil, das muss ich noch dazu sagen, dass dieses Seil 10 Meter lang ist und euer Seil 8 Meter. Ne? Also da habt ihr schon mal eine Zeitersparnis. Der Vorteil hier sieht man ganz klar, hier sind 2 Weingläser und hier 3. Jetzt ist natürlich die Frage, was muss man da machen? Ganz einfach, jeweils einen schönen Schluck Wein einschenken, ist da die Aufgabe. Ne? Wie schon gesagt, eben auch blind. Das hört sich jetzt erstmal so einfach an, aber das ist hier die Aufgabe. Dann gehen wir mal weiter. Ganz wichtig nur hier noch, ne, es muss immer so ein kleiner Schluck erkennbar sein. Ne? Also es sollte schon so ein Schluck sein, wo ich mir meine, okay, das gönne ich mir jetzt. Ne? Das ist für mich ein ordentliches Weinglas. So, dann geht's weiter zu Minispiel 3. Das ist jetzt schon so ein bisschen komplizierter. Da muss Joras mir überlegen, um das zu verstehen. Deswegen weiß ich, bei euch ist das genauso, erkläre ich das mal ganz in Ruhe. Wir haben hier verschiedene Schrauben in diesen Brettern. Hier sind es 3 und hier sind es 2. Und verschiedene Schraubenzieher. Ihr bekommt jeweils eine Karte, wo drauf steht, welcher Schraubenzieher mit welcher Farbe, die sind farblich gekennzeichnet hier alle, ne? Orange, gelb, blau und so weiter, welcher jeweils zu der Zahl passt, ne? Das heißt,
heißt, ihr müsst dann jeweils den passenden Schraubenzieher nehmen und damit die Schraube öffnen. In diesem Brett steht dann die dritte Pinzahl. Ihr müsst mindestens zwei Schrauben öffnen. Bei der dritten ist es dann so, dass wenn man das schon rumdreht, man eben schon sehen kann, ne, welche Pinzahl sich darunter verbirgt. Aber zwei müssen definitiv gemacht werden. Wie schon gesagt, bei euch sind es nur zwei Schrauben, die ihr als Möglichkeit habt, bei euch eben drei Schraubenzieher und Schrauben. Und dann kommen wir zum letzten Spiel und da dürft ihr eure Brille dann abnehmen, weil da haben wir wirklich gesagt, das würde zu viele Versuche dauern, das lassen wir lieber bleiben. Hier werft ihr dann ganz einfach mit einem Basketball, ich nehme den mal hoch, eurer Wahl, letzten Endes eben in die Tonne. Und das schneiden wir dann natürlich so, dass es so aussieht, als hätte ich getroffen, logischerweise. Ne? Das wäre jetzt zu schön gewesen. Egal, auf jeden Fall werft ihr dann insgesamt jeweils zwei Bälle in die jeweilige Mülltonne, die wir dorthin gestellt haben. Ne? Die Schwierigkeit ist natürlich, bei dem einen ist es eine kleine Mülltonne, bei dem anderen eine größere Mülltonne und damit eben auch eine größere Chance. Ganz wichtig, zwei Basketbälle. Und wenn das dann geschafft ist, dann geht ihr wieder hier zurück, weil dann habt ihr eure vier PIN-Zahlen und die könnt ihr dann hier eingeben in eure Handys und dann ist ganz, ganz wichtig, dass ihr dann eben euren Bandkollegen, also in eurem Fall Toni, bei euch Jan, oben anruft und einfach mal durchklingelt. Und sobald er dann rangegangen ist, habt ihr das Spiel gewonnen und damit nicht nur dieses Spiel, sondern damit auch die erste Erz Live on Stage Special Duell, was weiß ich denn Sendung, ne? Also und damit dann eben auch die 500 Euro für einen guten Zweck und die Musikvideoproduktion. So, atmen wir mal ganz kurz durch. Soweit erstmal verstanden. Ich habe eine Frage. Na klar, Toni, hau raus. Die eine Zahl steht unten an der Ente. Eine steht an der Ente. Und die anderen Zahlen stehen? Die zweite Zahl steht dann einmal hier drunter und einmal hier drunter. Das wird dann aufgedeckt, sobald die Weingläser voll sind. Die dritte, das habe ich auch schon erklärt, steht hier zwischen dem Brett, also wenn das aufgeschraubt ist. Und die vierte, das ist ganz logisch, ne? Wenn die Mülltonne voll ist, also zwei Bälle, geht die zu und oben auf dem Deckel steht dann die vierte PIN-Zahl. So, okay. Gibt's noch weitere Fragen? Was ist jetzt unsere Aufgabe von da oben? Wie steuern wir ihn denn? Ich glaube nicht, dass ich ihn von da oben sehen kann. Genau das ist die Aufgabe. Was? Ja, genau. Ihr beide steht dort auch wirklich, also natürlich mit dem gewohnten Corona-Abstand, aber ihr steht dort nebeneinander, ne, und werdet auch gleichzeitig schreien hier runter. Ne? Das heißt, ihr müsst dann schon auch unterscheiden, wer gibt mir denn gerade die Anweisung? Ist das der Toni, den ich da gerade höre, oder ist es der Jan? Das ist die Aufgabe. Also ihr gebt von dort oben die Anweisungen, was hier unten getan werden muss. Kann sie ja von hier kaum sehen. Wir haben es auch getestet und es funktioniert tatsächlich. Na gut. Es funktioniert. Okay. Also es hat dann, nur dass ich das nochmal kurz verstehe, ich mache es nicht Stefan Raab. Aber er hat die Weinflasche in der Hand und ich navigiere seine Hand von da oben weiter nach links, weiter nach rechts. So super, du hast das Spiel verstanden. Absolut. Also du bist schon fast überqualifiziert. Gibt es ein Fernglas? Das ist ja krass. Es gibt kein Fernglas, nee. Das wäre ja... Basti, du machst es schon. Das wäre ja leicht. Aber die Spiele sind trotzdem in der Reihenfolge, oder? Die Spiele sind genauso in der Reihenfolge, ja. Und die ersten drei blind, komplett. Auch die Schraub, die ersten drei auch die Schraubgeschichte. Komplett blind. Darf man raten? Was? Darf man raten? Man darf auch raten, natürlich. Das sind zwar dann schon ganz schön viele Möglichkeiten, aber ich sag mal so, bei euch wundert mich heute eh nichts mehr an diesem Abend. Von daher könnt ihr auch gern einfach die Pinzer raten, natürlich. 10.000 Möglichkeiten. Ich sag mal so, es ist definitiv schneller, wenn ihr einmal die Minispiele durchlauft und die PIN-Zahlen euch freischaltet. Okay, und wir wissen oben, welche Schraubenzieher zu was passt und müssen genau, das ihr bekommt dann gleich noch Zettel, wo drauf steht, welche Farbe zu welcher Zahl dann letzten Endes passt. Genau. Und ihr müsst dann ne, einfach von oben zum Beispiel sagen, Schraubenzieher 1 oder der ganz links oder ne, der in der Mitte und so weiter und den dann auf die linke, mittlere, rechte Schraube. Genau. Ich muss mir jetzt merken, wo welcher Schraubenzieher liegt oder sehe ich das dann oben nochmal? Das siehst du von oben. Okay. Darf der Marc auch die Weingläser anfassen? Der darf die nicht anfassen, nee. Also die sind ja da schön festgeklebt. Also mit der linken Hand darf ich die nicht berühren und fühlen. Doch, fühlen darfst du die, ja. Also du darfst sie anfassen und so, ja, okay. Aber du darfst sie jetzt nicht wegnehmen. Und es muss über einen Schluck rein. So genau, es muss nach meinem Ermessen. Genau. Nur so, dass ich sage, das ist ein Schluck. So. Okay. Ja. Ne? Gut.
Gibt's noch weitere Fragen? Das ist wie in der Schule gerade. Aber es ist ja auch eine schwierige Sache. Ne? Wir haben uns so viel ausgedacht. Wirklich, wir saßen da stundenlang an. Natürlich die nächste Frage hier an dieser Stelle von Sebastian. Wofür sind die Handschuhe? Zur Sicherheit. Einfach nur zur Sicherheit. Sind die Pflicht? Dass er euch nicht verletzt. Die sind Pflicht, ja. Ja. Also für diese Runden hier, ja, sobald ihr dann natürlich hier seid beim Handy, macht es vielleicht beim Touch mehr Sinn, wenn sie dann ausgezogen werden. Als kleinen Tipp noch oben drauf, weil wir sind ja so lieb, dass wir das gleich mal mit verraten. Die Zahl gut. An der Ente sagt ihm, wenn er blind ist, wer? Nee, das wird am Ende, ah, ja. Sieht er die dann. Ja, also er kann dann am Ende, kannst du dann die Station abgehen und siehst dann die Pinzahlen, die da stehen. Ne? Genau. Eine letzte Frage habe ich noch. Natürlich. Es sind alle Techniken erlaubt, alle Schraub-, Kipp-, Leier-Techniken? Es ist alles erlaubt. Würde ich jetzt mal so sagen, ja. Aber ja, nichts zerbrechen. Das ja, nein. Alles klar. Na? Also mach nicht den Toni. Nein. Auf keinen Fall. Das ist unser Running Gag heute, oder? Genau. Lass die Weingläser ganz. So, wenn alles geklärt ist, dann würde ich sagen, Toni, Jan, ihr geht nach oben. Und dann würde ich sagen, macht ihr euch jetzt auch bereit. Ihr könnt gerne mal dazukommen, zieht euch die Handschuhe an und setzt euch jeweils die Brille auf. Das wäre noch wichtig. So, genau, hier eine. Sehr gut. So, Toni und Jan, einmal Richtung oben. So, okay, Handschuhe an, Brillen auf. Okay. So, Marc, deine letzten Worte. Ich kann das Ruder rumreißen. 4-0, ich hol das auf. Sehr gut. Sebastian. Ich gebe alles. Sehr gut. Wahnsinn. Man merkt förmlich, ihr habt Bock. Man spürt die Energie. Konzentriert. Die sprudeln. Okay. So. Toni und Jante sind jetzt mittlerweile oben angekommen. Ihr seid ready. Wir schauen erstmal ganz kurz. Toni, Jan, alles gut da oben? Sehr schön. Den Umständen entsprechend. Also, die beiden können uns auf jeden Fall verstehen. Und euch bitte ich jetzt einmal die Brillen nach unten zu machen. Und das ist jetzt dieser Moment, den wollte ich schon immer mal machen. Ich teste jetzt natürlich mal noch, ne, ob man hier auch wirklich nichts sehen kann, ne, in diesem Moment. Und oh mein Gott! Das. So, wir machen eine ganz kurze Werbung und sind gleich wieder da. So, gut. Also, wie man sieht. Das hast du dir verdient. So, wie man sieht, sieht man nichts hier bei beiden. Und von daher seid ihr jetzt bereit. Oh, ich muss mir jetzt erstmal holen. Weißt du das, Sebastian? So, okay. Gut. An dieser Stelle gehe ich jetzt darüber auf diese Seite. Toni, Jan, seid ihr ready? Ja, muss. Sehr schön. Perfekt. Dann auch nochmal an euch die Frage. Sebastian, Marc, seid ihr auch soweit? Ja. Yeah. Okay, dann startet gleich das Finalspiel. 4 Vorteile hat die Band Jante. Und ich kann es ja noch einmal an diesem heutigen Abend betonen. 0 Vorteile, Band Toni. Das kann man ja nochmal erwähnt haben. Aber trotzdem ist noch alles möglich. Und die Zeit startet jetzt. So, rollt das Ding rein, weiter. Los, ja, Mann, ran, hier. Ran. So, und ja, damit startet das erste Spiel. Die Ente muss wieder zurück. Und ich kann nun natürlich nicht sagen, wer schneller ist, weil das würde der andere natürlich wissen. Jetzt schön einen einschenken. Wobei man schon sagen kann, dass der Sebastian da gerade eine gute Figur macht. Und das war der Tisch. Und beide sind jetzt an demselben Spiel. Und das ist natürlich jetzt auch auf jeden Fall ein Vorteil, dass es da zum einen nur 2 Gläser gibt. Trotzdem holt Marc da ganz schön auf, muss ich sagen. Auch wenn er ein bisschen verschüttet hat, aber das sind alles genug Schlücke auf jeden Fall. So, wir sind bei Spiel Nummer 3. Mittleren Schraubenschlüssel. Und zwar für das erste und das dritte Loch. Die ganz linke mit dem mittleren Schraubenschlüssel. Erstes und drittes mit dem dritten Schraubenzieher. Mann, ist das dünn.
So, das ist jetzt die schwierigste Aufgabe unserer Meinung nach bei diesem Finalspiel. Beide sind im Moment gleich auf. Beide sind an der ersten Schraube dran im Moment und haben jeweils auch den richtigen Schraubendreher gefunden. Jetzt mit ihm von dir aus rechten. Ja? Die mittlere Schraube. Sehr gern. Komm, Basti. Marc muss noch zwei Schrauben etwas öffnen und Sebastian muss nur noch einen Schraubendreher. Okay, richtig. Und für die mittlere Schraube brauchst du auch den mittleren Schraubendreher. Das ist für Marc jetzt ein bisschen schwieriger, aber dafür haben sie vorhin auch in der Challenge Nummer 3 beim Thema Baggern. Jetzt mit dem ganz vorderen die ganz gewonnen. Rechte. Das reicht ja schon, oder? So, und da ist es tatsächlich gerade so, dass Marc führt. Und das Gas! Mit Gefühl von unten. Obwohl. Komm, Basti. Und das, obwohl sie keine Punkte, keine Vorteile hatten. Er hat jetzt natürlich eine kleinere Tonne. Bisher ist noch keiner getroffen. Zwei Bälle müssen da rein. Marc. Also es herrscht ein bisschen Druck, aber lass dich nicht unter Druck setzen, ne? Also du musst halt nur ein paar Bälle da reintreffen, ne? Ja. Zum Weiter, komm, gleich. Komm. Komm jetzt. Private Schneewittchen, los. So. Los geht's. Das ist wirklich sehr spannend. Oh, und jetzt sind beide wieder gleich auf. Jetzt ist wirklich die Frage. Komm, Basti. Wer es schafft. Yes, noch eins. Der ist der erste Ball drin bei Sebastian. Noch rein. Oh, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Komm jetzt. Sie brauchen weitere Bälle. Yes. Und da ist der zweite Ball drin. Und jetzt. Komm. Jetzt. Pin, geht es an die Pinzahlen. Auch bei den Tonnen stehen Pinzahlen. Die werden jetzt hochgeklappt in diesem Moment. Auch dort stehen Pinzahlen drauf. Oh. Das, was da getaped ist, ist die Zahl. Das, was getaped ist, ist die Zahl. Und jetzt ist die Frage, wer ist schneller und wer ruft als erstes seinen Bandkollegen an? Das ist jetzt die Frage. Es ist wirklich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen hier bei Erz Live on Stage. Kollege, ran! Wer ist der Erste, der abnimmt? Ja! Und damit ist es klar, damit geht Erz Live on Stage. Der erste Gewinn an die Band von Toni. Hochgekämpft, Umarmung geht heute leider nicht. Oh, ich glaub dir nicht. Aber so könnt ihr euch freuen. Es ist unfassbar. So, Toni, Jan, kommt mal mit runter. Es ist unfassbar, obwohl ihr keine Punktevorteil hattet. Und da steht ein Sebastian und kann es nicht so wirklich fassen. Aber das ist gerade eben hier wirklich passiert. Ihr habt gewonnen. Wirklich der absolute Wahnsinn. Und hier kommen sie jetzt auch dazu, eure restlichen Bandmitglieder. Da ist Toni, da ist die Gewinnerband des heutigen Abends. Es ist der absolute Wahnsinn. Und hier haben wir auch die Verliererband an dieser Stelle. Erstmal ganz kurz, bevor wir es vergessen, ne? Ihr bekommt jetzt natürlich hier eure 500 Euro an dieser Stelle. Die überreiche ich dir an dieser Stelle einmal. Ne? Für welchen Verein geht das Ganze gleich nochmal? Ich wollte ganz kurz fragen, wär das okay, wenn wir eine Hälfte von uns abgeben und die an Jante übergeben? Toni, es ist der absolute Wahnsinn. Ne? Der weiß, wie man es macht. Find ja, Toni, ihr könnt das sehr gerne splitten. Das ist natürlich absolut stark. Sehr, sehr schön. Dann 250 bei mir an die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Absolut stark. Und an wen gehen eure 250 Euro, Jante? An den Help e.V. Sehr schön. Gut, man muss natürlich auch sagen, ne, die 250 Euro sind vielleicht auch ein bisschen verdient. Ich meine, man muss nochmal sagen, die ganze Zeit lag ihr vorne, trotz euren 4-Punkten-Vorteil, ne, habt ihr das Ding hier gerockt habt das einfach gewonnen. Nee, Marc, jetzt erstmal sag mal, wie hast du das denn gemacht? An der Flasche habe ich sowieso Erfahrung. Und mein Opa war Tischler und ich baue sehr viel. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen gerettet. Ja. Absolut. Also wirklich Wahnsinn. Also wirklich spannend bis zum letzten Schluss. Wirklich absoluten Respekt an euch an dieser Stelle auf jeden Fall. Und natürlich auch an euch. Ne, Sebastian, was glaubst du, warum hat es nicht sein sollen? Ja, woran hat es gelegen? Können wir ja jetzt nochmal fragen. An den Schraubendrehern, ja.
Das ist dir zum Verhängnis geworden. Ne? Ja, das war auch mit die schwierigste Aufgabe, muss man auf jeden Fall sagen. Trotzdem, beide sehr, sehr gut geschlagen. Aber am Ende, muss man jetzt nochmal so festhalten, geht diese Sendung und dieser Sieg hier an die Band von Toni. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Sehr, sehr schön. Was für schöne Schlussworte. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die zugeschaut haben. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die uns hier bei dieser Sendung unterstützt haben. Denn das muss man ganz ehrlich sagen, das war hier jetzt schon irgendwie nochmal eine andere Sache. Ne? Also ich glaube, zum Beginn der Sendung, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war schon stark. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liked und teilt das Ganze auf jeden Fall. Das unterstützt uns mega. Und an dieser Stelle wirklich ein großes, großes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Allen voran zum Beispiel die alte Brauerei. Da kann man auch jetzt mal Flo Schwarzi zum Beispiel nennen. Außerdem natürlich auch hier das Team von PS Media Point. Ne? Die haben hier wirklich reingehauen und alles dafür gegeben, dass das hier so geil ist, wie es geworden ist. Natürlich auch ein Riesen, ja, da kann man definitiv mal klatschen. Auf jeden Fall natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön. Da könnt ihr für euch selbst klatschen. Zum einen an die Band Jante und natürlich auch an die Band von Toni hier fürs dabei sein. Und natürlich auch an die Erzgebirgssparkasse bzw. ans BlockMe. Ohne die wäre das Ganze hier nämlich auch auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Es gibt noch viele, viele mehr, ohne die das hier alles nicht möglich gewesen wäre. Das läuft ja auch gerade alles wunderschön unten durch, bei wem wir uns da alles bedanken. An dieser Stelle kann ich mich nur auch nochmal bedanken fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, dass wir das hier in diesem Moment auf die Beine gestellt haben. Und wir sehen uns definitiv wieder hier bei Erz Live on Stage. Also folgt uns auf jeden Fall, um nichts zu verpassen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal hier. Eventuell von den Greifensteinen oder von wo ganz anders im Erzgebirge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Was du willst, aber mach es hier. Egal ob als Pflegefachmann oder Frau, Kaufmann oder Frau im Einzelhandel, Zerspanungsmechaniker oder Werkzeugmechaniker. Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt dich bei der Suche nach noch freien Ausbildungsplätzen. Ruf einfach durch unter der Telefonnummer 0800 44x5 00 oder direkt in Annaberg-Buchholz unter der 03733 133 13x0. Deine berufliche Zukunft beginnt hier, im Erzgebirge. Mach, was du willst, aber mach es hier. Such dir einen Ausbildungsberuf, der zu dir passt. Deine Zukunft im Erzgebirge beginnt auf erzlife.de. Weltmeister im Wintersport werden im Sommer gemacht. Durch Fleiß, hartem Training und jede Menge investierter Zeit. Zeit, die andernorts oft fehlt. Zum Beispiel für die Regelung der eigenen Finanzen. Doch dafür gibt es jetzt mit der Sparkassen-Direktfiliale eine praktische Alternative. Egal ob mit Smartphone, Tablet oder PC. Sie entscheiden selbst, wann und von wo Sie Ihre Erzgebirgssparkasse erreichen wollen. Und das Beste daran? Auch unterwegs bleibt Ihre Erzgebirgssparkasse eines bestimmt. Immer ganz persönlich. Testen Sie jetzt den neuen Service Ihrer Erzgebirgssparkasse. Es ist ganz einfach. Und jetzt muss ich nochmal zu meiner Sparkassen-Direktfiliale. Waren Sie auch schon da? Es ist ganz einfach. Hallo Frau Fretter, ich bin's nochmal. Egal ob Hitze oder Kälte, laut oder leise, bei uns findet jeder den Ausbildungsberuf, der zu ihm passt. Werde auch du Teil unseres Teams. Bewirb dich für einen Ausbildungsberuf bei der Nickelhütte Aue. Weitere Infos unter nickelhütte-aue.de.